Bei mir im Studio ist Professor Thomas Pogunte. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wie gefährlich ist denn diese Ermittlung, diese Diskussion um die Fehler, die möglichen Fehler des Finanzministers? Das könnte gefährlich sein, wenn nicht in wenigen Tagen Bundestagswahl wäre. Da kann schon noch was kommen, das weiß man nicht. Aber jetzt ist es erstmal so eine Situation, wo bestimmte Vorwürfe im Raum stehen und die müssen erst in Ruhe geklärt werden. Und da geht es eigentlich nur darum, dass man sich einigermaßen gut positioniert. Das hat er gemacht. Die Vorwürfe der politischen Gegner werden bis zum gewissen Grade haften bleiben, aber die Bürger werden das auch bis zu einem gewissen Grade natürlich als Wahlkampf einordnen. Olaf Scholz hat das ja recht geschickt gemacht. Man hatte gar nicht damit gerechnet, dass er bei dem Ausschuss auftaucht. Dann ist er eigentlich sozusagen in die Offensive gegangen. Aber dahinter stehen ja drei große Namen, die man so nicht nur mit Affäre und Skandal verbindet, sondern auch, die ziemlich kompliziert sind. Also Wirecard, Cum-Ex-Geschäfte und die Durchsuchung im Bundesfinanzministerium. Ist es zu komplex, um für den Bürger klar zu werden, da stimmt irgendwas nicht möglicherweise? Also das trägt sicher nicht zu einem guten Image bei. Auf der anderen Seite hat er, obwohl man ja die meisten dieser Probleme schon länger kennt und diskutiert, erstaunlich hohe Kompetenzwerte. Also muss man daraus schließen, dass es doch für die Bürger insgesamt eher etwas zu kompliziert ist und man ihm da zugute hält, dass der Minister nicht alles wissen kann, was in seinem Verantwortungsbereich im Detail geschieht. Wir haben ja auch bei den Befragungen der drei Kandidaten gemerkt, immer wenn es auf das Thema von Cum-Ex etc. kam, da haben sich alle ziemlich zurückgehalten. Nicht, weil das nicht möglicherweise problematisch ist, sondern weil es einmal eher sehr schwer ist zu erklären. Also das ist sicher richtig. Das ist in Fernsehdiskussionen sehr schwer zu erklären. Herr Scholz hat sich auch bislang relativ gut verteidigt, wobei man sagen muss, bei dem Untersuchungsausschuss zur Cum-Ex-Affäre hat er schon erstaunliche Gedächtnislücken in Anspruch genommen. Aber das ist eine sehr komplizierte Materie und deshalb eignet es sich nicht wirklich für die Zuspitzung im Wahlkampf. Wir haben jetzt mehrere Diskussionsrunden erlebt und die Diskussionsrunde gestern ist eigentlich so vom Ergebnis eigentlich wieder für Olaf Scholz ausgegangen. Ist das, wenn wir das vergleichen, auch jetzt in Beziehung setzen zu den Umfragen, eigentlich schon ein Sieg der SPD? Es ist sicher noch zu früh, davon auszugehen, dass das entschieden ist. Es sind noch sehr viele unentschiedene Wähler. Im Moment ist es ganz klar, dass die SPD in der besten Position ist. Aber wir haben auch in der Vergangenheit immer wieder Überraschungen erlebt. Allerdings, wenn es da noch Verschiebung gibt oder geben sollte, dann wird es nicht an dem heutigen Tag und diesem Ausschusstermin liegen. Wenn CDU und SPD einigermaßen nah beieinander liegen, könnte es ja zu sehr langen Verhandlungen kommen. Wie viele Wochen wird das denn dauern? Also ich habe heute schon scherzhaft gesagt, vielleicht hält die Bundeskanzlerin noch mal die Weihnachtsansprache. Das ist nicht auszuschließen. Vor allem, wenn es zwei Runden geben sollte, wie das ja auch eine Möglichkeit ist, dass man erst in die eine Richtung sondiert oder auch sogar versucht zu verhandeln und dann nicht weiterkommt und dann sich eine neue Konstellation bilden muss. Das kann schon mehrere Monate in Anspruch nehmen. Herr Pogunte, ganz herzlichen Dank für den Besuch bei uns. Dankeschön.